Apropos, wie hast du den besseren Barbwire hergestellt? Über. Moment, suche ich jetzt gleich raus. Moment. Kann es nämlich gerade nicht craften, ich habe kein Holz da. Pole Power Block oder so nennt sich das. Das sind einfach nur diese Holzstützen. Davon brauchst du drei Stück. Nein, brauchst du zwei Stück. Davon stellst du immer vier her mit drei Blöcken Holz. Und die musst du einen links, einen rechts und in die Mitte einmal den Stacheldraht. Gut, Holz habe ich halt jetzt auch nicht. Lässt sich aber schnell ändern. Fällen wir mal eben einen Baum. Dum. So, ich würde sagen, wir machen bei der Moon 50-50, wie wär's? Ja, würde ich auch sagen. Wie viel hast du? Na, Wie viel komm 100? mal rein. Sagen wir so, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr zu klicken, okay? Also ich hätte noch ein paar herstellen können. Okay, hoffe. Wo liegt's? Hier. Ich sehe es nicht. Links von dir. Ich bin echt gerade blind. Da. Ah ja, 200. Ja, langt. Reicht erstmal, ne? Ja. Du musst ja bedenken, 200 mal 8. Ich speichere mal kurz ab. Ja, das sind so ein paar Zombies, die man damit töten kann. Weißt du, was das Paar. Hauptproblem wird? Die Shotgun nachzurüsten. Ja. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach stimmt. Bevor ich jetzt noch hier alles fertig mache, wollte ich mir noch ein paar Gläser craften. Mal gucken, wie das so funktioniert. Sand. Hast du noch Metall? Eisen? Irgendwas? Nee, ich doch nicht. Wie kommst du auf die Idee? Wo bist du? Draußen. An der Verteidigung am Arbeiten. Okay. Achso, ich wollte ja hier auch mit dem Dings mir ein paar Poles bauen. Wooden Club? Nee. Ich bin gerade blind. Da, Wooden Power Pole. So, und damit kannst du dann jetzt was machen. Ich habe jetzt Wooden Power Pole. Hast du Barbed Wire? Ja. Dann müsste jetzt eigentlich ganz oben Barbed Wire Fences auftauchen. Nee, ich habe nur Barbed Wire. Ja, dann probier's einfach mal Wahrscheinlich. aus. Dann legst du den Barbed Wire genau in die Mitte ein und jeweils links und rechts davon die Wooden Poles. Okay. Also quasi in einer Reihe drei Sachen. Ja. Nee, passiert gar nichts. Dann Ja, habe ich das dann. Rezept nicht. Genau. Schade. Warte, dann gebe ich dir mal die Sachen. Hier. Der Pole. Und das Barbed Wire. Dann fange ich schon mal an, hier die Dinge abzureißen. Mit vier Wood Power Poles kommst du mir hier an. Ja, ich kann ja auch noch ein bisschen mehr machen. Ja, gib her. Du brauchst zwei für einen Barbed Wire. Ja, mehr Holz habe ich jetzt hier nicht am Start gehabt. Drin ist noch mehr Holz. Aber dass wenn man Barbwire kaputt macht, dass man dann kein Material zurückkriegt.
mache jetzt gerade ein bisschen das Sound kaputt. Weil das bringt halt echt mal gerade gar nichts. Da kann man ja durchlaufen wie blöde und es macht null Schaden. Nee, du hast es auch... Ich habe mich eben falsch ausgedrückt. Du solltest es an die Wand setzen. Ach so. Guck mal an die Wand. Da hast du überall im Moment den Stacheldraht noch dran. Den habe ich da eben mal dran gesetzt. Ah, okay. Was bringt das? Wenn die Zombies sich an der Wand knubbeln, drücken sie sich gegenseitig in den Draht rein. Ja, aber der Draht macht gar nichts hier an der Wand. Ich fange null Schaden. Nicht mal ein Geräusch. Ja, ich merk's. Ach, egal. Sieht gut aus. Wird doch gefixt. Alles Alpha. Ja, du, es ist wie unsere Politiker. Sieht gut aus und macht nichts. Okay, beim Politikern ist es auch gelogen mit dem guten Aussehen. So. Das langt jetzt erstmal. Oh, da hinten ist ja noch... Denn hier ist ja ein Zeltlager, das könnte man noch abreißen und bekommt man ganz viele kleine Fragmente zurück. Oh, oh, oh. Nicht reinlaufen, nicht reinlaufen. Ich wollte Sand craften und Metall. Du wolltest mir Eisen geben. Scrap Metal. Okay, dann halt so. So. Dann gehe ich mal ins Haus rein. Hier. Oh, wir haben mich hier ganz schön runtergebuddelt. Ja, dann crafte die Gläser doch lieber heute Nacht irgendwann. Jetzt sollten wir uns hier noch ein bisschen um Decken kümmern. Bin gerade dabei. Aber dann speichere ich jetzt lieber nochmal ab. Nicht, dass ich den ganzen Scheiß wieder verliere. Weil das ist echt uncool. Ich hoffe mal, es kommt bald eine neue Version raus, die ein bisschen stabiler bei mir läuft. Bei anderen weiß ich ja, dass es stabiler läuft, aber ich weiß nicht, warum es bei mir nicht so stabil läuft. Ehrlich gesagt, habe ich auch noch nicht so die Zeit gefunden, mich darum zu kümmern. Ich glaube, ich baue hier mal noch einen Eingang irgendwie hin. Ups. Nur wie ist jetzt die Frage? Machen. Dann. Du hast meine gesamten Steine von vorhin noch. Ja, ich habe hier noch ein paar Steinchen. Hier draußen ist noch ein Zweierloch, das müsste aufgefüllt werden. Ja, gleich. Ich will hier gerade nur den Eingang noch bauen. Dann baue ich jetzt hier die Wand noch ein bisschen zu, dann ist die auch stabiler. Und so, noch eine schöne Sprungschanze davor. Da bauen wir hier noch ein bisschen Licht dran, dass es hier auch schön hell ist. Ich habe mir jetzt hier mal eine kleine Sprungschanze gebaut, mit der ich dann hier in das Gebäude reinkomme. 100.000 Löcher noch. Das
So, dann komme ich jetzt mal zu dir wegen den Löchern. Et voilà, Programm ist abgestürzt. Deswegen werde ich jetzt auch gleich Schluss machen. Ich will hier gerade noch ein bisschen die Löcher fixen. Und sobald ich das habe, mache ich für heute auch Schluss. So. Wo sind denn die Löcher, wo du gemeint hast, dass ich die fixen soll? Einmal hinter dem Haus lang laufen. Komplette Wand lang. Findest du ein paar. Halt den Boden wieder auffüllen, dass sie sich da nicht so schnell wieder durchgraben. Ja. Oh. Dum-dum-dum-dum. Das ist halt der Nachteil einer Pumpgun. Ja, das stimmt wohl. So. Gut, das heißt, theoretisch müsste ich jetzt mal anfangen, die zweite, dritte, vierte Reihe davon zu ziehen. Richtig, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut, gehen erstmal hier ins sichere Häuslein rein. Mit unserer schönen Sprungschanze. Sollte jetzt aber eigentlich jeder hinkriegen, darüber zu springen, oder? Ja, jeder. Ich bin halt nicht jeder. The Jesus. Du hättest jetzt auch sagen können, niemand sollte das jetzt noch irgendwie verkacken, darüber zu kommen. Hättest du auch gesagt, kein Thema, ich bin niemand. Ja, komm auf, hopp, hopp. Gehen wir mal ins sichere Häuslein rein. Legen uns eine Runde hin, hocken uns ein bisschen auf die Couch, chillen und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt 7 Days to Die. Bis dann, ciao!